Hallihallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zurück zu Light Up the Xmas, Christmas, wie auch immer. Yeah! Leider ein paar Minuten zu spät, aber das macht ja nichts. Vor allem gibt es eine schöne Neuerung, aber das sag ich mal, wenn ich aus dem lauten Menü raus bin. So schön die Musik auch ist, so laut ist sie ja auch. Deswegen, und irgendwie ist das Bild auch nicht so ganz richtig gerade. So, so ungefähr. Menü, alles gut. Jo. Zwei Schuss nur noch. Ein Graus. Ah, so, jetzt kann ich auch die Sachen vom Regal nehmen. Ist das nicht schön? Ja, ne? Ist okay. Puderzucker haben wir schon. Können wir auch jetzt mal kombinieren. Pandoro kombinieren mit dem Powdered Sugar. Yo. Sieht das nicht wunderschön aus? Mein Vater hat mir übrigens gesteckt, dass das angeblich kein Fleisch ist, sondern halt wirklich ein typischer Napfkuchen, dass es ein Übersetzungsfehler wäre, aber weiß ich nicht. Ich wollte ehrlich gesagt vor dem Stream noch nachgucken, was ein Pandoro ist, wirklich jetzt genau, ob das jetzt ein Kuchen ist oder doch ein süßes Fleisch. Habe ich aber dann nicht mehr geschafft. Naja, egal. Yay, ich kann meinen Text jetzt sehen, außer du bist im Menü. Ja, guck mal, der Chat ist weg. Ja, es gibt eine ganz nette Sache ja jetzt, ne, dass man jetzt den Chat nämlich lesen kann, unten links in der Ecke. Das ist ganz fein. Komm mal kurz rüber und schau dir den Text an, wenn du im Menü bist. Nee, ich komme jetzt nicht rüber. Das kann ich... Nein! Doch? Nein! Ja, okay, ist ja eh noch keiner da, glaube ich, ne? Das Menü aufmachen, ja klar. Ich kann natürlich mal eben gucken. Gehe ich mal eben weg, ganz frech. Guck dir das an. Man sieht noch Umrisse. Die Smiley sieht man. Ach, Opti. Hi, Opti. Servus, Erdnuss. Guck mal, jetzt sogar mit angezeigtem Chat. Ist das nicht schön? Ein Pandoro ist ein traditioneller italienischer Weihnachtskuchen. Ja, okay, alles klar. Dann hatte mein Vater ja doch recht. Na, sowas. So, wir könnten jetzt natürlich auch direkt den Kuchen an seinen Platz bringen, aber das mache ich jetzt gar nicht mal, weil ich direkt hier bin, um noch was anderes zu machen, was ich sogar letztes Mal hätte... Ja, Lara, ganz toll. Was ich sogar schon letztes Mal hätte machen können, aber nicht wusste. Weil ich den Weg nicht gefunden habe. Oh, Lara, eben in der Testaufnahme hat das so gut funktioniert. Jetzt muss ich auch noch aufpassen, was ich schreibe. Ja, man kann dir alles nachweisen. Das ist jetzt total gedingst hier. So, wir können nämlich hier mal wieder über die Dächer hüpfen und dann können wir nämlich hier rüber. Und siehe da, hier ist der Bereich, wo wir die ganze Zeit hin wollten. Hier können wir diesen scheiß Suppenteller endlich mal ausspülen. Und hier ist noch ein weiterer Stern, den wir zerschießen müssen. Jetzt haben wir einen Stream für 3 Personen. Yay! Zumindest kann man ihm 30 Sekunden alles nachweisen, denn danach wird die Nachricht ausgeblendet. Ja, aber da ich es auch auf YouTube hochlade, da kann man ja dann auch zurückspulen und pausieren sogar. Deswegen, natürlich muss er da aufpassen. Also hier habe ich echt auf YouTube neulich nachgeguckt, wie auch der Weg überhaupt weitergeht, weil ich wusste echt nicht, wie ich hier reinkommen soll. Und jetzt habe ich es halt herausgefunden. Ich überlege, soll ich schon reingehen oder erstmal da vorne zur Glocke? Wer hatte die Idee mit der Glocke? Extra 3. Der Stream ist mir zu OP. Ich gehe wieder. Nein, haltet ihn auf. Ein Flüchtender. Psst, Wempi kann dann schnell das Menü aufmachen. Dann kann man das gar nicht mehr richtig lesen. Genau, so, hier. Zensur. Ich glaube, ich gehe erstmal zur Glocke. Aber Opti, alles gut. Ich habe doch sonst auch alles vorgelesen, ne, was du geschrieben hast. Von daher nun mal keine falsche Scheu hier. So. Geil. Genau. Hier ist ja auch die dezente Markierung. Jetzt kann ich die Glocke hier anschieben. Süß.
Einmal die Glocke andrücken und alle sind glücklich. Vorsicht, Lara, nicht so weit. Hab hier übrigens dieselben Filter fürs Mikro genommen wie in den neuen Stardew Valley Parts. Das stimmt wohl. Die werde ich wahrscheinlich auch noch dann benutzen für meine Final Fantasy Aufnahmen. Nehme ich mal an, Hilfe. Okay, gut. Ach ja. Kannst du mal sagen, wie du die Stimme so findest, ob die wahrscheinlich sexy. Sexy! Was hast du nur mit diesem Mann gemacht? So, hier ist der dezente Hinweis, dass wir einen Schneehügel schmelzen müssen. Und hier ist unser Rückweg. Schalter. Quietsch. So, jetzt aber erstmal hier den Abwasch machen. Machen wir aus dem Dirty Plate einen Clean Plate. So, heißt es jetzt auch so? Ja, Clean Plate, tatsächlich. Okay. Und ganz wichtig, neue Munition. Sonst habe ich ein Problem. Ach ja, noch einmal kurz Weihnachtszauber genießen. Souls Stimme ist sexy als die von Vampy. Ich hasse dich. Nee, die Stimme ist auf jeden Fall klarer. Vorher hat es mich aber auch nicht wirklich gestört. Ja, das fällt einem auch nicht auf, bis man es besser hört tatsächlich, muss ich sagen. Weil vorher war das ja durch das Mikro schon immer relativ geil. Aber jetzt so irgendwie denkt man sich auf einmal so, boah, es ist ja nochmal extra geil hier. Ich weiß nur nicht, ob du die Chat-Messages jetzt noch vorlesen musst, wo die eingeblendet werden. Doch, das macht ja, machen ja andere auch so. Das macht Marco so, das macht hier die Lara-Maus so. Das kann man problemlos so machen. Außer du bist natürlich im Menü. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber wie gesagt, so schnell verschwinden die Textnachrichten jetzt hier ja auch nicht. Von daher, was soll's. Die Stardew Valley Parts sind alle allesamt super. Ja, das sowieso. Nicht stören ist eine Sache. Ich versuche ja immer, mich zu verbessern. Aha. Da fällt mir gerade ein. Wollte ich jetzt schon in die Kirche oder gab es noch bei der Glocke was, dass ich von da aus woanders hin kann? Und warte mal, war hier jetzt gerade ein Schalter? War hier jetzt etwa gerade eine Tatsache? Hier war eine Tatsache. Nee, aber hier ist ein Schalter und Fackeln. Cool. Aha. Das ist ja cool, man kann hier echt überall hin. Das ist ja geil. Ich meine, war jetzt nicht so wichtig, nur für ein paar Fackeln, aber pff, was soll's, ne? Habe ich jetzt eigentlich wirklich nur 3 Schuss? Ne, 7, das ist gut, das ist sehr gut. Weil es gibt noch ein paar mehr Sterne, die wir zerschießen müssen, oder vielmehr ich. Und deswegen, ne? Da brauche ich natürlich genügend Munition. Ich weiß nicht, ob wir nicht den Chat auf Boxsets stellen sollten, aber musst du wissen. Können wir sonst beim nächsten Mal ja einfach machen. Wir können ja dann nochmal gucken, was wirklich besser aussieht. Von daher ist jetzt nicht so wild, aber erstmal haben wir jetzt auf jeden Fall einen Chat. Das ist auch schon mal viel wert. Da ist noch mehr Munition sogar. Das ist ja nett. Hier kann ich mich auf jeden Fall jetzt nochmal besser in der Stadt an sich umgucken. Von oben. Ist die Lara oben, wird man dich loben. Da unten bin ich rumgeturnt, genau. Aber jetzt könnte ich halt hier auf dieses Dach, wo ich spaßeshalber ja schon mal hin wollte. Und da hinten könnte auch noch was sein, wenn ich dann noch nicht gewesen sein sollte. Weiß ich gerade nicht. Um mal kurz noch bei Stardew Valley zu bleiben. Ich hätte nicht gedacht, dass du, Soul, jetzt noch so viele Sachen entdeckt hast. Da geht's ja nochmal richtig ab im Sterntautal. Wollte gerade auch sagen, entdecken würdest. Hilfe, mein Deutsch. Sei dir verziehen als Österreicher, ist okay. Ach ja. Danke, danke. Aber wo ich auftauche, geht's immer rund. Ich sag nur die lachenden Toastbrotscheiben. Hust. Mhm. Da geht's sowieso immer rund. Ich hoffe, du hattest ein schönes Weihnachtsfest, Opti. Bei mir war es auf jeden Fall ziemlich schön, muss ich sagen. Bei meiner Mutter war es ein bisschen stumpf, sag ich mal. Da war jetzt nicht viel los. Wirklich nur kurz Geschenke und dann, das war es irgendwie. Aber dann bei meinem Vater, da war es dann total gemütlich und alles.
Denn das war auch so ein Punkt, irgendwie waren die Lichter vom Tannenbaum zu dunkel quasi eingestellt, dass wir deswegen großes Licht anmachen mussten. Da war natürlich die Gemütlichkeit dahin. Aber bei meinem Vater war es dann richtig schön, mit Filmchen gucken noch und Knabbereien und allem Möglichen. Das war geil. So wie Weihnachten sein sollte. Oh, oh. Willst du den Teller nicht mitnehmen? Gut. Dann krummelst du mit deiner Waffe nicht ins Bett. Ja, da kannst du noch so bäh sagen. Wir wissen beide, dass es passiert. So, da könnte ich noch hin auf den kleinen Balkon. Da habe ich jetzt nur gerade überhaupt nichts gesehen. Sie aber nicht benutzen. Ey, kann ich das hier kaputt schießen? Nee, kann ich gar nicht. Direkt mal den Schuss sparen, auch wenn ich jetzt genug habe. Die verfolge ich sowieso auch, ja, die lachenden Toastbrotscheiben. Das ist doch wichtig und richtig und gut und überhaupt alles. Ja, dann gehe ich doch mal eben auf den kleinen Balkon. Oh, ich rutsche hier nicht mal. Das ist ja schön. Kann ich ja ganz in Ruhe hier dann machen. Aber hier ist echt gar nichts. Einfach nur Leere. Okay, was soll's. Aber ich kann mich ja trotzdem hier jetzt so runterlassen auf jeden Fall und dann mal in die Kirche. Ich hatte ein schönes Weihnachtsfest, danke der Nachfrage. Ja, das freut mich doch. Ja, ist mir auch wichtig, dass meine Zuschauer auch sich hier wohlfühlen und auch schöne Tage haben oder hatten, wie auch immer. Deswegen sind die Türen hier offen, damit ich die Kerzen anzünden kann mit der Fackel. Ja. Frage ist, wo hatte ich eine Fackel? Hatte ich die schon überhaupt? Ich glaube schon, aber ich weiß nicht wo. Kann es sein, dass ich die im Krippenspiel gelassen habe? Mal eben nachschauen. Das könnte sein, das könnte sein. Wenn man dann so denkt, brauche ich nicht mehr, dann braucht man es doch noch, ne? Fackel? Hallo? Ich meine, hier brennt ein Feuer, aber das ist nicht meine Fackel, nee. Aber die Fackel hatte ich doch 100 Pro schon auf jeden Fall. Deswegen, ich muss sie wiederfinden. Wo ist meine geliebte Fackel geblieben? Schweiß hat Natalok. Kopf gestoßen, scheißegal. Lalala. Ich bin aber irgendwie auch wieder froh, dass das Ganze wieder vorbei ist. Ach nö, ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin da immer traurig drüber. Also schon am 26. vor allem, da war ich dann so irgendwie... Ich weiß nicht, letztes Jahr war es ganz anders. Da war ich länger in Weihnachtsstimmung und habe gar nicht genug auch von weihnachtlichem Zeug gekriegt und auch weihnachtliche Custom-Levels. Habe ich auch wieder viele dieses Jahr für mich privat gespielt, aber ja. So am 26. nach dem Frühstück habe ich das halt schon so gespürt, irgendwie, ja, es ist jetzt halt wirklich vorbei, ne? Hatte ich schon gar nicht mehr so Lust auf weihnachtliche Sachen. Das fand ich selber total schade. Ja, hier war ich ja jetzt eigentlich fertig, ich muss woanders hin. Ist halt immer Arbeit, wa? Immer. So wie bei Andy, always working. Geht mir auch so. Vor allem, ich gehe jetzt schon immer früh ins Bett, also für meine Verhältnisse, also spätestens um 3. Und stehe immer so um 12 dann wieder auf oder manchmal auch früher. Also die letzten Tage bin ich eigentlich immer so gegen Mitternacht wirklich schon ins Bett gegangen, was ja für mich extrem früh eigentlich ist. Und dann bin ich so teilweise schon um 8 Uhr morgens wieder aufgestanden, obwohl ich es nicht musste. Also, als ob ich krank wäre. Meine Mutter hat es auch schon so gesagt, ich will mein Kind wieder. Wer bist du? Was hast du mit meiner Tochter gemacht? So kenne ich dich gar nicht. Wo ich dann nur so meinte, ja, sei doch mal froh. Du hast doch sonst gesagt immer so, ja, bis 13 Uhr schlafen oder sowas ist nicht. Und jetzt stehe ich früher auf und es ist dir auch nicht recht. Und dann so, ja schon, aber es ist so ungewohnt. Ach ja, das war witzig. So, du kleiner Obdachloser, hier hast du einen schönen warmen Teller mit Suppe, extra für dich. Ach ja, stimmt, von ihm kriege ich ja erst die Fackel. Ach, ich vergaß. Hier, einen Ast habe ich vom nächsten Baum abgebrochen. Danke. Ach, es gibt sogar mehrere, falls ich den verliere. Okay, das ist schön. Dann kann ich ja jetzt mal eben direkt zurück und erstmal meinen Fägelchen entzünden. Wir haben uns erstmal auch dafür entschieden, dass der Chat noch im Spiel angezeigt wird, damit das Spiel im Vollbild ist, genau. Stört der Chat so oder ist das so okay an alle Mitleser, also auf die? Mir stört der Chat da unten nicht, wenn das die Frage war. Ja, mich ehrlich gesagt auch nicht. Denn mir muss es ja selber auch gefallen und was ich da eben so gesehen hatte in der Testaufnahme, ich finde das voll okay. Vielleicht würde ich ihn sogar noch ein Stückchen höher packen, damit er nicht so ganz unten in der Ecke quasi gefangen ist, sag ich mal.
Aber ansonsten ist es voll okay, finde ich. Das war tief. Aber geht noch. Aber ich kann schon mal auch sagen, ich habe wunderschöne Custom-Levels schon für nächstes Jahr rausgesucht, was ich so erstmal für mich dieses Jahr angespielt habe. Es gibt wirklich noch so viele wunderschöne. Also wir werden für lange Zeit, für viele Jahre, die Weihnachtsspiele nicht ausgehen. Und das ist doch schon mal sehr gut. So, jetzt habe ich eine brennende Fackel. Yay! Ich hole nur Feedback ein. Ja, weiß ich ja. Ist ja auch nie verkehrt. Feedback ist eigentlich immer gut. In jeder Hinsicht. Für unser Spiel, für sowas hier, ne, für alles. Aber wie gesagt, ne, mir muss es ja selber auch gefallen und ich sag auch, ist bisher voll okay. So, dann künden wir. Wir künden die Kerzen an. Ne, wir zünden die wir zünden die Kerzen an. Wir künden die Kerzen, so. Jetzt aber richtig, wir zünden die Kerzen an. Was passiert? Eine Weihnachtskarte. Anscheinend. Oder das ist ein Hinweis für einen Code. Ja, es ist irgendwie ein Code-Hinweis. Wo auch immer ich einen Code später eingeben muss, ich weiß es nicht, aber ich habe auf jeden Fall jetzt einen Teil. Okay. Siehst du, Vampy, in-game den Chat auch oder... Was? In-game den Chat auch oder musst du auf einen anderen Bildschirm lunsen? Ach so, nee, ich muss noch auf einen anderen Bildschirm lunsen, tatsächlich. Ich habe hier halt zum Glück ja bei meinem Freund zwei Bildschirme, deswegen spielen tue ich über den ganz normalen Desktop und dann gucke ich ein bisschen höher. Da ist dann der Fernseher und da ist der Chat dann drauf. Damit ich auch nur ja nichts falsch vorlese. So ungefähr. Ja, mit dem Fernseher, ne? Den Film hätte ich auch für Silvester noch mitbringen können, aber naja, egal. Haben wir letztes Jahr geguckt. Oh je, geht in Deckung. Weihnachtslara ist wieder unterwegs und setzt Gebäude in Brand. Oh Manno. So schlimm war das gar nicht. Das ist nur dir so extrem aufgefallen. Sonst, das kennt man schon so von Lara, dass es einem gar nicht mehr so auffällt, was sie alles kaputt macht. Ah, okay, logisch. Siehst du, Vampy? Ein Overlay für sowas wäre natürlich auch vielleicht interessant. Ja, aber... Ich finde es sonst schöner so. Also entweder, wie gesagt, sonst kann man das Spielebild ein bisschen leiser machen, hätte ich schon fast gesagt. Kleiner machen, meine ich natürlich. Und, oh, sie macht es automatisch. Ich musste nicht mal Steuerung drücken. Das ging schnell mit dem Schmelzen. Okay. Wie gesagt, das Spielbild, ich kann echt kein Deutsch mehr. Das Spielbild kann man dann kleiner machen, dann irgendwie an die Seite noch dann den Chat und dann auch noch Webcam zum Beispiel dazu und wie kann sie nur einzelne Schritte gehen? Lol. Frage ist jetzt, ob ich da unten schon rein soll oder nicht. Oder ob mir noch was fehlt. Ich glaube, mir fehlt nämlich noch was. Ich glaube, hier muss ich noch gar nicht hin. Ist da überhaupt mehr als nur Wasser wirklich? Oder ist das nur eine kleine Wasserlache? Ja, hier ist nur Wasser. Ich brauche wirklich die Feldflasche. Und wo ich die kriege, ahne ich. Oder ich weiß es noch sogar. Ich bin mir halt nicht ganz sicher. Aber ich glaube, die kriege ich, wenn ich den Pandoro auf den entsprechenden Teller setze, wo er hingehört. Dann müsste ich da in der Ecke dann irgendwie so eine Pfandflasche liegen haben. Feldflasche, nicht Pfandflasche. Pfandflasche wäre auch nicht schlecht, okay, aber es ist was anderes. Ich kann ja mal gucken, ob ich über Amazon noch an eine neue Webcam komme. Das kannst du gerne machen. Ich fand ehrlich gesagt die Webcam aber sehr gut, auch die ich sonst zu Hause noch habe. Und zu Hause benutze ich die eine ja gar nicht mehr, sonst kann ich die auch das nächste Mal mitbringen. Weil ich bin ja jetzt erstmal nur für ein paar Tage hier, also bis zum 10. Januar. Wenn ich erstmal wieder nach Hause fahre, dann kann ich beim nächsten Mal ja die Webcam ganz bequem mitbringen. Das ist ja eigentlich kein Problem. Dann haben wir erstmal kostenlos eine. Und die müsste noch sehr gut auch funktionieren. Ach ja, jetzt muss ich ja wieder da rein. Kann ich da nicht auch besser jetzt über die Dächer springen? Oder muss ich da wieder so ganz komisch mit Verrenkungen das machen? Das müsste doch eigentlich auch so gehen. Ja, ich gehe nochmal übers Dach. Das ist, glaube ich, besser. Weil so wie ich mir da vorher einen abgequält habe im ersten Teil hiervon, also das war, glaube ich, nicht so gedacht. Schön, dass es möglich war, aber es war nicht mal nötig. Und wieso gehe ich hier lang? Wohl kann ich auch. Aber nee, komm. Noch schneller und kürzer, einfach hier lang. Dumm, die dumm. Ich dachte für den Silvester-Stream. Ach so, ja klar, ja. Da kann ich dann mein neues T-Shirt mal auch präsentieren. So ein richtig schönes Gamer-T-Shirt, was ich noch zu Weihnachten geschenkt bekommen habe von Soul. Richtig nice. Müsst aber eh keine Roomcam anmachen. So ist es ja auch okay.
Ja, hierfür jetzt sowieso, aber gerade für so einen Silvester-Livestream oder sowas wäre es vielleicht ein bisschen nicer noch, sag ich mal. Ne? Ein bisschen schöner, ein bisschen lustiger, ein bisschen fröhlicher, was weiß ich. Wo renne ich jetzt überhaupt hin? Ich renne doch völlig falsch. Aber nee, da müsste ich ja so. Ich glaube, das geht gar nicht, was ich mir vorgenommen hatte. Ich verlaufe mich hier auf den Dächern, da finde ich den Weg gar nicht mehr. Da hinten kann ich auf jeden Fall ja noch hin. Dann ist da noch was und da noch was. Ich habe gerade keine Orientierung mehr. Es ist schlimm. Aber egal. Passt das so oder soll ich das vielleicht lieber von da machen? Ach, ich kann doch auch hier vorne hin. Das mache ich so kompliziert. Einmal in der Runde quasi. Wenn das okay ist, habe ich weniger Arbeit mit der Webcam. Ja, klar. Wie gesagt, man muss es nicht machen, aber man kann natürlich. Ne? Möglich ist vieles. Werdet ihr euch im Stream sinnlos besaufen, da er sowieso keinen Alkohol trinkt? Nein, ich könnte es tun, aber er würde es nicht tun. Aber ich hätte mal wieder Lust auf einen richtig leckeren, süßen Erdbeersekt. Habe ich schon ewig nicht mehr getrunken. Hatte mein Vater nur einmal zu Silvester und danach halt irgendwie nie wieder. Und du lachst schon wieder so. Schade! Ja, mach doch. Ja, er könnte dich auf jeden Fall. Schade. Ja. Ach, siehst du mal, doch von hier komme ich tatsächlich dahin. Ich glaube, ich springe noch einmal hier vorne hin und dann kann ich das noch besser hier irgendwie machen und schöner machen und überhaupt. Ach, jetzt bin ich hier, wo ich sonst dann so hier gesprungen bin. Ach, seht ihr mal. Ist das gleiche also in grün, aber hier komme ich jetzt doch bequemer aufs Dach, denke ich mal. Und kann wahrscheinlich rüberhangeln tatsächlich. Wenn ich es letztes Mal nicht sowieso auch so gemacht habe, nur wie gesagt mit... Was? Was? Ich habe doch die Steuerungstaste gedrückt, wieso konnte ich denn jetzt nicht... Hä? Warte mal, von hier aus... Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Lara, nach vorne springen bitte und drehen, genau, und jetzt festhalten. Geht doch! Wieso ging das denn gerade hier vorne nicht? Vielleicht wegen der Girlande oder sowas, aber... What the fuck? Ich bin verwirrt, ich verstehe das Spiel nicht mehr. Hattest du nicht auch mal was von einem Schokosekt oder so gesprochen? Oder war das eh dieser Erdbeersekt? Nee, das ist tatsächlich dann ein Schokosekt. Genau, hier konnte ich stehen. Aber ich weiß gar nicht, ob es den wirklich im Geschäft zu kaufen gibt. Lara hat glitschige Finger. Das sowieso. Den gab es ja nur, also für mich zumindest, ich habe den nur im Schokoladenhotel Voss in Westerstede getrunken. Ich glaube, das ist eine Spezialität von denen. Ich weiß nicht, ob es den zu kaufen gibt, tatsächlich. Sonst würde ich den sehr gerne holen und nochmal trinken. Da hätte ich kein Problem mit. Das ist anscheinend die falsche Seite. Dann eben von hier kommen. Genau. Wie die Musik wieder mal wunderschön ausspielt. Nicht. Ne? Und dann... Harter Cut. Das ist so geil. Ja, hopp. Und Lara hat es schon wieder getan. Ja. Oh. Weihnachts-Lara ist wieder unterwegs, hat alle Geschenke gesprengt, um an eine Feldflasche zu kommen, die für jemand anderen bestimmt war. Egal. Aber wo brauche ich überhaupt dann Wasser? Soll ich hier das Feuer löschen oder was? Weil, nee. Gab es noch ein Feuer, wo sonst irgendwie ein Code dann irgendwie drin war? Ich meine, ich könnte hier natürlich das Feuer ausmachen, aber ich glaube nicht, dass es was bringt. Ich könnte ja sonst mal eben austesten. Kann ich denn das Feuer sonst erschießen, sag ich mal? Wahrscheinlich nicht, wenn es brennt. Vielleicht kann ich da hinten ja noch schließlich dann irgendwie da was verschieben oder so. Ja, genau, so geht's nicht. Mal sehen, wenn ich hier jetzt reinlaufe und natürlich brenne, kann ich da... Oh ja, da kann ich was verschieben. Okay. Gut zu wissen, was ich mit der Feldflasche dann tun muss. Okay. Ich habe gar nicht gefragt. Lalalalalala. Dummi dumm.
Ob die Trickern on point, glitschige Finger. Ja, woran du wieder denkst, das kann ja auch alles Mögliche sein. Ich habe jetzt eher an daran gedacht, dass Lara nach dem letzten Klogang sich nicht die Hände gewaschen hat. Aber du denkst natürlich wieder an ganz schlimme Dinge. Warte mal. Ich kann ja... Ah, nee, Quatsch. Ich muss ja sowieso erstmal zur Wasserquelle. WTF, ja echt, ey. Vielleicht das Feuer bei der Krippe ausmachen. Nee, das nicht. Wie gesagt, ich habe ja jetzt nachgeguckt und, ne? Jetzt ist ja klar, da kann man was verschieben. Deswegen. Aber es ist doch schön, dass wir jetzt so schnell hier auch vorankommen, dass ich das eine bisschen schon mal im Vorfeld nachgeschaut hatte. Wir können in Lara reingucken. Ist nichts drin, sie ist hohl. Water skin empty. So. Ja komm, mach ein bisschen schneller hier. Auch wenn es eleganter aussieht, langsam rauszusteigen, aber das haben wir ja jetzt schon mal gesehen. Passt. Lara hat sich nach dem Ausweiden der Gegner nicht die Hände gewaschen. Welche Gegner? Fragezeichen, hier gibt's keine. Genau, 3 Liter. Ach, das wird auch noch ein Spaß. Es gab hier noch sowas mit, in Tomb Raider 4 hinterher, wo man das dann umfüllen muss, hatte man eine 5-Liter- und eine 3-Liter-Flasche. Später beim Tempel des Horus. Und die letzte Markierung im Spiel war sogar falsch, witzigerweise, weshalb man da quasi das Lösungsbuch schon wirklich auch braucht, um nachgucken zu können, welche Literzahl das Spiel eigentlich will, weil sonst wird immer nur ein Monster freigelassen und du kommst nicht weiter. Oh. Dächer oder nicht Dächer, das ist hier die Frage, aber jetzt bin ich hier näher, ich versuch's nochmal kompliziert. Es klappt ja wenigstens auch. Wie du schon immer am Lachen bist, dann weiß ich sofort, ich muss dringend in den Chat gucken. Laras Gynäkologe hat sicherlich auch schon in ob die. Was soll ich nur mit dir machen? Es ist wirklich so. Nee. Nee, Kinders, nee. Oder komme ich jetzt von hier überhaupt her? Ja, doch, klar. Hab nichts gesagt. Du weißt, das kann man alles nachlesen, Hust. Ja. 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 Scheiße. Ach, ich gehe wieder über die Dächer. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße hier. Ist deutlich angenehmer. Och, Lara. Beste was, Kindchen? Du nervst mich gerade. So. So geht's doch auch. So. Spielen wir noch mal eine Runde Weihnachtsmann und gehen über die Dächer. Wenn ich gerade drüber nachdenke, würde ich zu gern ein neues Tomb Raider Spiel sehen, bei dem Lara eine Tochter hat und man mit der neue Abenteuer erlebt. Wäre auf jeden Fall nicht uninteressant, da stimme ich dir zu, aber ob es sowas jemals geben wird, bezweifle ich. Weil ich glaube, das wollen die wenigsten. Lara wird immer wieder jung gemacht und hat immer wieder neu ihr erstes Abenteuer, so nach dem Motto. Und dann erlebt sie halt da was Neues, weil ja, das den Fans halt irgendwie so lieber ist anscheinend. Ne? Das wäre mal schön. Lara bekommt keine Kinder. Sie hat nie Kerle, das stimmt. Es gibt ja schon Gerüchte, dass Lara eher vom anderen Ufer sein könnte, sag ich mal. Deswegen, es würde sogar fast schon Sinn machen, ne? Wenn man so bedenkt. Ich meine, oh, Hilfe. Larsen, so scheiße er auch an sich war, hatte, glaube ich, durchaus Interesse an Lara. Dann natürlich hier Curtis, ne? Mann Nummer 1 eigentlich für sie. Wollte sie nicht. Da war auch nichts von Romantik ansonsten großartig zu spüren. Bei ihm, sag ich mal, ich könnte es mir vorstellen, dass er wollte. Und nur nicht konnte, weil Lara gesagt hat, nö. Freundschaft ja, mehr nicht. Deswegen, ja. Ich meine, es gibt ja immer so natürlich Fanmade-Sachen, so von wegen, dass sie in Wahrheit mit Curtis zusammen ist und die beiden würden garantiert ein wundervolles Kind dann haben. Mindestens eins. Keine Frage, aber ich glaube, es wird niemals passieren. Wenn überhaupt, dann auch nur so ein Custom-Level als
Fanmade-Gedöns. Ansonsten ist da, glaube ich, nicht viel Hoffnung. Aber du kannst ja sonst mal an Square Enix schreiben, dass du so einen Wunsch hast und vielleicht werden sie es beherzigen. Das ist definitiv ein Problem, ja. Ist Lara dann eher der Mann oder die Frau in der Beziehung? Definitiv der Mann. Ich meine, so wie sie drauf ist und da man ja zumindest im Tomb Raider-Film gesehen hat, dass sie bei der Armee auch war. Ja, wenn es eine lesbische Beziehung wäre, dann wäre sie wohl definitiv, ja, der Mann. Ich hab's befürchtet. Hab nichts gesagt. Ja. Es ist aus. Eine Lara ging durch die Wand. Aha. Das heißt, zum Verschieben war nichts. Es war eine unsichtbare Wand. Okay. Frage ist jetzt nur, passiert noch was, wenn ich das Feuer zerschieße? Also das Holz, besser gesagt. Nein. Das heißt, das war jetzt nur ein Secret. 2 von 3. Schön. Wo brauche ich denn sonst noch was? Dann muss ich ja wirklich noch ein Feuer ausmachen, aber das in der Krippe macht keinen Sinn. Würde ich mal behaupten, weil da war ja irgendwie nichts. Es sei denn, ich könnte dort das Holz zerschießen, aber nee. Ich glaube, da muss ich nochmal woanders für hin. Ich weiß nur gerade nicht, wo tatsächlich. Dafür muss ich mich nochmal ganz genau umgucken. Glitchtime, nee. Das dachte ich zuerst, dass es jetzt ein Glitch wäre, aber es ist anscheinend wirklich so geplant gewesen. Durch die Wand, weil Secret. Das ist manchmal lustigerweise so. Aber man hätte es für einen Glitch halten können, das stimmt natürlich. So, nochmal auffüllen, weil wir es können. Und dann mal schauen, was wir damit Schönes irgendwo anstellen können. Da muss ich definitiv direkt an Gothic denken. Der Anfang war so schön vom Spiel. Ich guckte irgendwas in den Menü oder in den Einstellungen nach. Auf einmal fährt der Typ rückwärts an mir vorbei. Nio! Ich denke so, what the fuck? Ah, es war so schön. Naja, Auge juckt gerade. So, weiter geht's. Sonst war hier vielleicht noch was. Dann doch mit Feuer. Ich hatte es ja seit dem letzten Stream nicht mehr gespielt. Ich hatte ja nur nachgeguckt, wo man noch hin könnte. Deswegen, hier brennt anscheinend ein Feuer, aber hier ist ja irgendwie gar kein Feuer. Muss ich hier noch irgendwo ein Feuer löschen? Ist hier oben eins? Würde ja Sinn machen. Ja, hier ist auf jeden Fall was. Ja, hier muss ich hin. Das sieht doch schon sehr verdächtig mit dem Gitter aus. Alles klar. Vielleicht öffnet sich eine Tür am anderen Ende der Welt, wenn du das Feuer der Krippe ausmachst, weil Tomb Raider-Logik. Könnte man meinen, aber ich denke nicht. So, bitte Lara, mach es vernünftig. Jawohl. In manchen Tomb Raider-Spielen ist das ja echt ganz schlimm, dass es einfach nicht funktioniert, dass man ganz nah ran muss und eher tausendmal anfängt zu brennen, bis man mal endlich richtig steht. Das haben sie hier zum Glück besser gemacht. Ich meine, die Uzzis sind ja im ersten Teil auch auf einer unsichtbaren Plattform gewesen, von daher völlig normal. Ja, bezüglich der Secrets, ne, das ist halt wirklich dann so. Jetzt aber doch mal die Frage, kann ich das Holz zerschießen? Hilfe. Gucken. Oh, ich sehe es qualmen in der Unendlichkeit. Nein, das geht nicht. Na gut, dann halt nicht. Dann lassen wir das Holz Holz sein. Wenn ich dann dran vorbeikomme, ist jetzt noch die Sache, ne? Ja. Wie komme ich am Holz vorbei, wenn ich es nicht zerschießen kann, ne? Scheiße. Ah, hier, Gott sei Dank. Ich dachte schon gerade. Ah, ein weiterer Code-Hinweis. Verstehe. Und dann geht er noch hinter eine Tür auf. 2 und 3 habe ich ja. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der Code auch sein muss tatsächlich. Das wird noch interessant. Aber immerhin, das haben wir. Hier ging es ja raus.
War hier noch irgendwas Spezielles jetzt so? Ich überlege halt jetzt, wo ich die restlichen Code-Dinger noch herkriegen könnte, weil das weiß ich jetzt gerade so nicht direkt. Vielleicht gibt es noch mehr Feuer zum Ausmachen, aber es gibt auf jeden Fall noch mehr Sterne zum Zerschießen, wenn mich nicht alles täuscht. Da war irgendwas nämlich. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Wir haben ja jetzt 3, glaube ich. Und es müsste auf jeden Fall noch mehr geben. Ich kann ja noch mal eben hier unten reinkriechen. Hilfe. Um zu gucken, was da drin gewesen ist. Aber das war ja nur hier vorne. Das war der Revolver oder so. Ja. Das bringt nichts. Schade. Schade. Deswegen, mir fehlt ja auch noch ein Schlüssel. Aber ich weiß ja nicht genau, wann wir den auch bekommen werden. Weil hier ist ja auch noch irgendwas. Aber hier komme ich ja leider noch nicht rein. Leider. Deswegen eben gucken, was war hier nochmal. Ist hier vielleicht eine Karte? Kann ich hier schon eine Karte sehen? Nee, da sehe ich jetzt gerade gar nichts außer... Doch, da hinten auf dem Tisch. Vorausgesetzt, ich kann das nehmen, aber es sieht so aus. Ja doch. Es sieht so aus wie ein weiterer Hinweis. Ja, da ist eine einzelne Christbaumkugel drauf. Das heißt, es ist ein weiterer Hinweis tatsächlich. Okay. Das heißt, wir müssen definitiv relativ bald ins Haus, um diesen Hinweis noch zu bekommen. Frage ist nur, wo ist der Schlüssel? Ich kann mir nochmal eben meine Flasche auffüllen und vielleicht auch die Fackel nochmal mitnehmen. Und dann schauen wir mal, ob wir mit den beiden Dingern oder mit einem von beiden noch irgendwo was Schönes machen können. Weil das müsste ja eigentlich. Sonst, wie gesagt, kann ich auch mal doch das natürlich von Opti ausprobieren und mal eben bei der Krippe das Feuer versuchen auszumachen, wenn es überhaupt geht. Aber probieren kann ich natürlich. Ich glaube nicht, dass es was bringt, aber ich kann es versuchen. Vielleicht mit der Rolle. Okay. Es ist Weihnachts-Lara. Sie muss auf jeden Fall noch mehr zerschießen und Feuer ausmachen. Die Geschenke müssen weg und die Leute müssen frieren. Ja. Du machst doch wirklich alles negativ von Lara, ne? Ja, ja, so ist er, mein Freund. Ne? Alles negativ hier gleich machen. Aber nur in Bezug auf Lara zum Glück. Ne, will er jetzt hier nicht schlecht über ihn reden? Das mache ich erst nach dem Stream. Nein, alles gut. So. Hier kann ich sogar ganz nah ran. Mal sehen, kann ich? Nö, dann kann ich es auch bleiben lassen. Bleibt die Flasche voll. Ach ja. Ist das nicht schön, Opti? Du hast gerade einen Privatstream. Wir streamen nur für dich. Weil sonst kein Schwein da ist. Vor allem kein Schwein, ne? Vielleicht backst du ja wirklich mal diese Glücksschweinchen, die Sol dir geschickt hat. Dieses Bild davon. Und dann schickst du uns ein paar per Post. Hat er zumindest schon so gesagt, dass du das mal machen könntest, solltest, wie auch immer. Fackeln mitnehmen oder hier lassen? Ach, ich glaube, ich lasse sie doch mal hier. Scheiß drauf. Wäre geil, wenn du jetzt Weihnachten zerstört hättest durch das Löschen des Feuers, Alter. Jetzt seid doch nicht so unweihnachtlich. Seid doch nicht so ungemütlich. Da motzt du über mich und ich habe dabei extra den Geist, den ich gezeichnet habe, den du so schön magst, noch verbessert. Schmoll. Geist schreibt man aber mit normalem S. Um nochmal weiter zu mobben. Aber ist doch schön, wenn du den verbessert hast. Ich freue mich ja. Aber wusste ich auch gerade, dass du den verbessert hast? Nein, also. Aber dann bin ich auch mal ganz lieb. Oder ich versuche es zumindest zu sein. Ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird. Als Vampir hat man damit ja so manchmal seine Probleme automatisch, weißt du ja. Die Kekse sind süß. Ich habe einen ähnlichen Fertigteig zu Hause. Vielleicht backe ich mir ein paar Schweine. Ja, kannst du ja machen. Ich weiß, ich wollte dich nur triggern. Ja. Bäh, das ist als Autorin eine Berufskrankheit, ja? Da. Ach ja, stimmt, mir fällt gerade was ein. Ha, hier dieser Stern, den muss ich doch auch zerschießen. Mein Vater hatte mir da sowas mal gesagt. Ich hatte es nur wieder vergessen, aber mir fällt es gerade wieder ein, jetzt wo ich hier bin.
Ha! Muss man auch erstmal wissen. Weil den sieht man ja wirklich nicht sofort im Vergleich zu den anderen Sternchen. Ist hier noch irgendwo was? Nee, ich glaube noch mehr nicht. Okay, das ist jetzt Stern Nummer 4 also gewesen. Deswegen, da müssen wir auch noch die restlichen Sterne natürlich finden. Wie viel habe ich jetzt noch? 11, ja, reicht. Vielleicht hat dein Ankündigungsvideo keiner gesehen, da du es um Mitternacht hochgeladen hast und niemand außer mir die Glocke aktiviert hat. Ja, das ist ja dann den ganzen Tag online gewesen und das Aktuellste. Von daher halte ich das für unwahrscheinlich. Weil man sieht ja auch an sich selbst, wenn man nur jemanden abonniert hat ohne Glocke, weil ich habe nie bei irgendjemandem die Glocke aktiviert, bin ich mal ganz ehrlich. Ich sehe ja trotzdem da immer diesen blauen Punkt quasi, ne? Neben dem Namen, den ich abonniert habe. Und dann weiß man, ah, neues Video ist da, okay. Wie war der Satz in Scarlet? Nee, Sacred 1 noch. Hier ruhen Ali Schreibfeller. Ich kenne Sacred 1 nicht. Ich hab's gesehen. Was denn? Ach so, das Video, ja. Oh, ja, okay. Ich hab nichts gesagt. Genau, hier gab's ja auch noch diesen speziellen Bereich. Hier war das Secret in der Ecke, glaube ich. Diese Tür ist das... Oder die daneben ist ja, glaube ich, auch die, die gezeigt wurde, die dann hinterher aufgeht, wenn ich alle Hinweiscode-Dinger habe, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Was war das denn? Was war das? Okay. Aber, ich habe die Glocke aktiviert, Schniff. Ist doch auch okay, Opti. Ich glaube dir das ja auch. Brauchst nicht weinen. Alles gut. Fühl dich gedrückt. Alles ist in Ordnung. Alles gut. Ich sag ja nur für die anderen so an sich, dass man es auch so durchaus sehen kann. Ne? Mehr habe ich ja gar nicht gesagt letztendlich. Lasst mich rein, ich will auch Geschenke einpacken. Und auspacken und überhaupt alles. Aber hier war wirklich nur das Messer, ja. Ansonsten haben wir hier nichts mehr zu tun irgendwie. Ich finde es mit den Geräuschen hier schon extrem geil, kann ich nur immer wieder sagen. Das ist eine richtig süße Idee. So. Glauben wir die Optik, genau. Kann halt nicht jeder Zuschauer des Jahres sein. Ist so, ah! Und kann dann nicht jeder mit Lara über eine offensichtliche Kante runterfallen, außer ich. Oder außer mir, wie auch immer. Deutsch lernen mit Wimpy. So, dann gucken wir uns nochmal von der Bäckerei aus ein bisschen hier unten jetzt um. Was steht da eigentlich? Delizi Grano Panificium. Ah ja. Ah ne, da war noch ein D oben dazwischen. Ach, egal. Ist egal, ist ja auch egal. Lalalala. Was war hier unten noch? Hier ist gar nichts. Hier ist eine Sackgasse, meine Damen und Herren. Das ist schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Ich schaue da alle heiligen Zeiten mal nach, wenn ich die Glocke nicht aktiviert habe. Okay. Also ich bin da halt anders, deswegen so hat jeder seine Sachen. Ah. Ja, der ist wirklich süß geworden. Den müssen wir irgendwo einbauen, den Geist. Ich habe gerade eine wunderschöne Zeichnung gesehen. Von einem süßen kleinen Geist. Du stirbst gut. Ob du es glaubst oder nicht, du färbst auch wirklich ab. Nee, hier war die Zuckerstange in der Ecke. Okay. Bei allem Möglichen, wenn irgendwas passiert, dann sage ich immer, du machst dieses oder jenes gut. Das hat sich so durch den einen Stream schon eingeprägt. Das ist echt genial. Obwohl, ob es genial ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es jetzt so hier bei uns. Ich dachte schon, ich hätte noch einen Stern gesehen, aber habe mich geirrt. Jetzt ist natürlich die Frage, wo die restlichen Sterne sind und wie viele es insgesamt gibt. Warte mal, war da gerade noch einer? Oder war das was anderes? Ach Quatsch, das war das Kreuz. Das Kreuz will ich nicht zerschießen, das bringt nichts. Das bringt nichts, das kann ich gleich bleiben lassen. Opti, du färbst gut ab. Mhm.
hab's schon in etlichen LPs gemerkt. Du stirbst gut. Aha. Kann ich das hier eintreten? Nee, sah grad so aus. Aber nee, da ist die Wand etwas zu massiv tatsächlich. Oder hier noch irgendwie? Weil das so andersfarbiger ist, aber nee. Drauf schießen könnte ich auch, aber ich glaube nicht, dass das was bringt, weil... Wie gesagt, die Wände sehen doch zu stabil aus. Aber wenn das Secret in der einen Ecke war... Aber nee, hier ist nichts in der Ecke. Ha, na gut. Dann eben nicht. Ha. Ich glaube, ich schaue mich noch mal ein bisschen da um, wo ich den Teller gewaschen habe, weil vielleicht ist da ja noch was. Oder auch hier noch mal in der Cafeteria, weil so an sich, irgendwo muss ich ja was übersehen haben. Und das war das, wo ich relativ schnell wieder raus bin, glaube ich, deswegen... Aber hier war ja wirklich eigentlich nur die Suppe natürlich, dann dieser eine Stern, den ich hier zerschossen habe. Oder liegt hier auch noch irgendwo eine Weihnachtskarte rum mit einem Hinweis? Das kann natürlich sein, weil ich die Tische nicht so genau angeguckt habe. Aber bisher sieht es schlecht aus. Auf dem Boden ist auch nichts. Hier ist nur schon alles gedeckt für die Weihnachtsparty. Aber schön, mit diesen Weihnachtsgestecken hier mit Kerze und so. Und diese Tischdecken. Ist schon richtig schön weihnachtlich auf jeden Fall gemacht. Süße Idee. Ich hätte auch mal richtig Bock, auf so einen schönen Weihnachtsball zu gehen, wie es in manchen Filmen ja gibt. Und dann da einfach mal eine Runde zu tanzen. Das wäre schön. Habe ich wieder etlichen Weihnachtsfilmen gesehen dieses Jahr und meinte auch so zu Soul direkt, wir müssen mal tanzen gehen. Wo er direkt Angstschweißausbrüche bekommen hat, aber das ist ja nicht mein Problem. Nee, alles gut, aber wäre natürlich echt schön. Du könntest ja mal, Quatsch, du könntest ja mit einer Fackel in der Hand umher. Okay, du hast eh gerade die Fackel angemacht. Ja, ich könnte damit natürlich durch die Gegend laufen, um zu gucken, ob irgendwo ein Block dunkel ist, aber ich glaube, das war hier in dem Spiel nicht so. So fies waren sie hier nicht. Durch dich habe ich gemerkt, dass man mit der Fackel verschiebbare Steine entdecken kann. Na siehste, ich habe noch jemandem was beigebracht. Yay! Ich kann Tipps geben. Helft mir! Wieso? Nur wegen dem Tanzen, also wirklich. Jeder sollte tanzen können. Zumindest Wiener, nee, nicht Wiener Walzer. Wiener Walzer ist schrecklich, aber Walzer. Ganz normaler Walzer. Ist nur stumpf im Bierkasten rumlaufen, wie unsere Lehrerin das uns damals gesagt hat. Das kann jeder. Und das sogar ohne Bierkasten. Das ist nur der imaginäre Bierkasten gemeint. Mit Drehungen wird es ein bisschen schwierig, aber ansonsten, Walzer ist das Einfachste auf der ganzen Welt. Da, siehste, Opti. Ich finde Tanzen jetzt nicht so schlimm, solange meine Partnerin stabile Zähne und keine Angst vor blauen Flecken hat, okay. Man sollte erstmal Nachrichten zu Ende lesen. Aber an sich, Walzer, da muss ich an Pokémon denken. Es ist ja keine Attacke oder sowas, ne? Also, man walzt ja nicht jemanden platt. Das ist damit nicht gemeint. Ich glaube, Opti hat mich gerade überzeugt. Jetzt muss ich sagen, helft mir. Ich muss einfach nur Schuhe mit Stahlkappen tragen, wie damals von hier der Arbeit als Lagerist. Dann geht das wieder. Dann kann er mir so viel auf den Füßen rumtrampeln, wie er lustig ist. Ich werde davon nichts merken dann. Ha. So. Wo ist hier noch irgendwo irgendwas? Aber wir kamen ja auch eben viel zu schnell, viel zu gut voran. Deswegen muss ja klar sein, dass ich jetzt hier nochmal kurz dann hänge und mich genau nochmal umschauen und überlegen muss. So. Ich weiß gar nicht, ob ich den Code auch so zwingend brauche, aber ich brauche ja noch irgendwas, vielleicht auch einen Schlüssel oder sowas. Für das eine, wo ich ganz am Ende hin muss, dann für dieses komische Schalterrätsel, was gar nicht so schlimm ist. Mein Vater hat da öfters das Spiel ausgemacht und gesagt, ja, jetzt kommt ja nicht mehr viel, ich spiele das nicht zu Ende, das mag ich nicht. Aber ich fand das eigentlich nie so schlimm. Da vorne kann ich ja auch noch hin, aber da ist ja auch nichts gewesen. Deswegen... Strange. Strangers in the Night. So, mal gucken.
Ich meine, ich könnte von hier aus da hinten hin, aber das ist, glaube ich, Levelende. Das sieht so gerade aus, ja. Da ist, glaube ich, Ende im Gelände, oder? Ich will ja auch nicht, dass das Spiel abstürzt. Aber ich glaube, das schafft sie eh nicht. Ist ein ganz kleinen Ticken zu weit in dieser Hinsicht. Na gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Lalala. Kletterwand. Ich hätte mir vielleicht mehr auf YouTube schon mal anschauen sollen, um komplett zu wissen, was ich tun muss. Aber dann wäre es ja auch langweilig. Ich will mich ja nicht komplett spoilern, um alles zu wissen. Aber jetzt langsam könnte ich wieder Tipps gebrauchen. Wo noch Sternchen oder der Schlüssel sind natürlich, was ich hier halt noch so brauche, ne? Warte, ich gehe nochmal auf die Dächer, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Facecam mit blauen Augen ist doch was Feines. Wieso soll ich vor Silvester denn noch geschlagen werden? Also vorher werden wir auf jeden Fall nicht tanzen. Da werde ich keinen Ellbogen oder so auch in die Arme, vor allem, in die Augen kriegen. Das wird nicht passieren. Soll ich denn jetzt für Silvester noch nach einer Cam gucken oder nicht? Das können wir auch gleich noch zusammen machen nach dem Stream, sonst zur Not. Ich meine, du kannst aber sonst schon mal was Schönes raussuchen, rein theoretisch. Klar, das kannst du an sich machen. Die Ecke sieht ja auch immer so komisch aus, aber ist nichts. Vergiss es, ich guck dir da heute nicht nach. Aber du bist der Einzige, der da ist. Du weißt doch, als Zuschauer hat man ein paar Pflichten. Ah ja, genau, hier ist nämlich dieser eine Bereich, wo das Rätsel halt hinterher ist. Wie war das hier noch? Brauche ich hier Hilfe? Brauche ich hier Hilfe? Ja, ich brauche Hilfe. Aber hier ist gar nichts. Es muss durch einen Schalter oder sowas aufgehen. Und dann, ja. Weil den Schneemann schmelzen muss ich hier nicht, so viel ich weiß. Wäre auch sehr traurig sonst. Das musste ich ja nur in dem einen einzigen Spiel mal machen. Hier mit, Another Town, genau. So hieß das ja. Und da musste ich ja dann die Möhre dann dementsprechend haben, um das Pferd besteigen zu können. Klingt komisch, ist aber so. Deswegen, ich kann hier jetzt gar nicht mehr hoch, oder? Nee, tatsächlich. Man ist hier unten dann gefangen, oder? Man muss Trick 17 machen. Das würde gehen, aber kann ich hier auch stehen? Ist jetzt die andere Frage. Ich glaube nämlich nicht. Nee. Aber rüberhangeln müsste ich ja können. Rein theoretisch. Hallo, Lara? Okay, das geht. Okay. Dann war es ja doch nicht so fies, wie ich ursprünglich dachte. Aber wir können da nichts machen. Dieser Stern auf dem Baum, den konnte man ja nicht zerschießen, das haben wir ja schon festgestellt. Deswegen ist jetzt die Frage, wo die anderen Sternchen halt sind. Und ich weiß es nicht. Wenn Opti sonst nicht nachgucken will, würde ich einfach eine Pause gleich im Stream machen und selber nachgucken. So, ganz stumpf. Oder Schatz, du kannst ja auch sonst mal für mich nachgucken, wo die restlichen Sternchen sind. Und wo Schlüssel sind, weil ich weiß es gerade echt nicht. Ich meine, da hinten in der Ecke war ich ja schließlich auch schon mehr als einmal jetzt, also... Ich wüsste jetzt echt nicht, wo ich noch hin soll, weil ich war überall. Aber sonst kann ich natürlich noch mal eben da vorne hingehen, weil, ne? Ich weiß halt nicht, wohin ich allgemein noch soll. Wir haben auch für Beat Saber noch was Schönes hinbekommen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Mit einer Möhre das Pferd besteigen. Yep, klingt sehr komisch. Dachte ich mir auch, aber tja, Pferde. Ich weiß ja nicht mal mehr, wo du schon überall warst. Ja, okay. Ich kann mal probieren, was zu finden, aber ich habe keine Ahnung. Ich meine, sonst wäre es schon gut zu wissen, wo dieser Schlüssel für die eine Tür ist. So viel ist auf jeden Fall sicher. Weil wenn ich den habe, finde ich auf jeden Fall ja noch einen Hinweis, diese eine Christmas Card. Und vielleicht ist das schon die letzte, die mir fehlt. Vielleicht brauche ich nur drei. Ich weiß es halt nicht mehr genau. So, aber hier war nur der Schalter hinter der Tanne. Sonst hätte hier auch noch ein Schlüssel vielleicht liegen können, aber... Hier liegt kein Schlüssel. Nee, eindeutig nicht. Schade. Deswegen, wo ich den herbekommen soll, ist mir echt ein Rätsel.
Ansonsten Sterne, da war ich vielleicht nur blind. Das kann sein, dass mir da einfach noch irgendwo offensichtlich einer fehlt, auch wenn ich nicht wüsste wo, aber das ist ja eine andere Sache. Aber der Schlüssel, den weiß ich nicht, ob ich den... Nein! 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 Ach Mann, wo habe ich jetzt gespeichert? Ach, hier vor. Okay. Ich meine, es gibt ja auch eine schriftliche Lösung irgendwo eventuell. Meistens auf der TRLE-Netzseite selbst. Wenn man da auf Walkthrough dann beim entsprechenden Level klickt, dann steht da eigentlich eine ganz genaue Lösung bei. Meistens. Ich weiß nicht, ob das für dieses Spiel hier geschehen ist, aber das könnte ja auch durchaus sein. Und dann kann man da auch schnell nachlesen, wo der Schlüssel zum Beispiel rumliegt. Oder ich muss wirklich versuchen, auf das andere Dach zu springen, aber das schaffst du doch niemals. Ganz ehrlich. Ich kann es versuchen, aber... Ne, das schafft sie nicht. Damals, als du den Stream zerschießen wolltest, hattest du da aber noch kein Zielfernrohr. Hä? Oh ja. Ich wollte den Stream zerschießen, ist doch auch viel logischer. Ja. Versuch's mal mit Zielen. Erstmal das Level da finden. Light up the X-Miss. Und sonst zur Not unter der Kategorie Christmas nur suchen, da müsste es ja auch zu finden sein. Hm. Ach ja. Aber es sieht schon schön hier auf jeden Fall aus. Die Stadt selber ist richtig schön gemacht. Wenn man noch leichter überall hinkommen würde, wäre es noch viel schöner. Weil von da aus einen anderen Balkon hüpfen geht ja auch nicht. Hm. Wir haben auf jeden Fall gestern bei Beat Saber da jetzt Charaktere für uns hinzugefügt. Das heißt, er kann jetzt Kirito sein oder auch L aus Death Note und noch irgendwie so ein anderer Typ, der so ein bisschen aussieht wie Leon. Und Cloud kann er auch sein. Und für mich haben wir halt einmal natürlich die süße Aeris, die auch am besten gemacht ist, so unter anderem, finde ich. Die habe ich gestern hauptsächlich mal genommen zum Spielen. Dann gab es noch Ada, die aber sehr verbackte Arme hatte. Wirklich, also sah schrecklich aus. Tifa, ebenfalls ja aus Final Fantasy VII. Da waren die Haare richtig, richtig schrecklich. Wenn sie gestanden ist, war es okay. Aber beim Spielen, bei der Bewegung, da sind die Haare so rumgeglitscht. Das war wirklich ein Albtraum. Also die werde ich auch wieder löschen, denke ich mal. Genau wie Ada, weil es sah einfach nicht gut aus. Und dann gab es noch Misa, aus auch aus Death Note, in einem sexy Outfit auf jeden Fall, so schwarzes Kleidchen mit sehr kurzem Röckchen. Und dann gab es natürlich noch Monika aus Doki Doki Literature Club. Nein, wirklich, versuch mal den Stern am Baum zu zerschießen mit Zielen. Habe ich doch schon mal gemacht. Du meinst den Stern da, ne? Das hatte ich schon versucht, das geht nicht. Der ist ja auch definitiv ganz massiv, das sieht man ja. Der ist ja nicht so durchsichtig, sag ich mal, wie die anderen. Die sahen ja eher aus sonst wie so aus Glas quasi oder so. Deswegen, diesen da kann man auf jeden Fall nicht zerschießen, das weiß ich schon. Sind das wieder so weshaarige, knabenhafte Charaktere, die Soul da nimmt? Nee. Tatsächlich nicht, kein einziger. L hat schwarze Haare, Kirito, weiß ich gar nicht mehr, braune aber, ne? Nicht schwarze. Braune Haare, genau. Dann dieser Leon-Verschnitt natürlich auch braun und Cloud hat blonde Haare. Deswegen, da ist tatsächlich nichts Weißhaariges diesmal bei.
Leider gab es Sephiroth nicht. Leider. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, ob die. Ja. Da ist jetzt guter Rat teuer. Aber auf jeden Fall war es richtig schön. Ich habe eine Aufnahme auf jeden Fall gestern von Beat Saber gemacht. Ich habe über eine Stunde gespielt. Und da werde ich mal ein bisschen was oder sogar alles von hochladen, so als Testspiel auch wirklich bla bla, keine Ahnung. Dann ist dein Freund da nicht der Soul, den ich kenne. Es geht ja auch um Beat Saber und da ist Kirito eigentlich der Beste, den man nehmen kann. Weil der auch ansonsten immer mit zwei Schwertern kämpft, deswegen das ist original dann quasi. Schade ist nur, dass die Schwerter nicht so schön angezeigt werden, dass es immer noch so diese Laserstäbe sind, weil wir hatten eigentlich auch mal eine Mod, wo die Schwerter wirklich wie Schwerter aussahen. Richtig, richtig geil. Aber das geht im Moment leider nicht. Das ist jetzt nicht, ja, nicht drin. Ist die Frage, wie sehr du mich kennst, Muhaha. Das auch. So Leute, wo ist jetzt Schlüssel, wo ist Stern, wo ist alles? Ich weiß es nämlich nicht, sonst muss ich jetzt wirklich eine Pause machen und selber nachgucken, wenn ihr das nicht macht. Guckst du schriftlich oder? Schriftlich. Guck doch einfach mal nach Key. Wo steht was von Key? Wo ist ein Key? Und ich bin auf dem Dach. Da bin ich. Ich kann auch jederzeit vom Dach wieder runter. Ich guck gerade nebenbei ein LP davon. Welches das wohl sein kann. Was? Nativity Room? Was? Es gibt irgendwo einen Weihnachtsbaum. Ja? Der ist irgendwo rechts. So einen oberen Weg da, da gibt es so eine Art Gitter am Ende, was du zerschießen kannst. Und da kannst du dann reinkrabbeln. Okay. Da ist irgendwo ein Schlüssel. Okay. Weil oben gab es in dieser Hinsicht eigentlich kein Gitter. Deswegen, das Gitter, was ich an sich beim Weihnachtsbaum kenne, ist halt das hier unten. Ne, wenn ich hier nochmal zu diesem Bäumchen hier hingehe, dann ja, gibt es hier halt diese kleine Erhöhung. Vielleicht ist das mit oben gemeint, weil hier gab es ein Gitter. Ich weiß, aber da lag eigentlich, glaube ich, der Revolver und nicht ein Schlüssel, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ja, aber da war doch nichts mehr. Da war ich doch schon längst. Ich meine, ich kann noch mal reinkriechen und die Aktionstaste drücken. Vielleicht hebt sie noch was auf, aber ich glaube nicht dran. Nee, nix. Da ist nix. Kannst dir selbst in-game auch noch suchen, liebste Vampi. Das tue ich doch sowieso. Aber ich weiß nicht wo. Habe ich ja schon gemacht. Frage, hast du schon in einer Schublade ein Messer gefunden? Ja, natürlich, ganz am Anfang. Das war ja da, wo diese Geräusche waren mit dem Geschenke verpacken. Deswegen, ich muss ja nur wissen, wie ich hier in diesen komischen Raum komme. Um den letzten Hinweis aufzufinden. Und vielleicht noch gibt es auch irgendwo noch Sterne, das weiß ich nicht. Es kann sein, dass es sechs Sterne gab und von sechs Sternen habe ich ja dann gerade mal erst, ja, vier. Deswegen, da würden mir dann dementsprechend auch noch zwei sonst fehlen. Den kann man auch nicht zerschießen hier auf dem Baum. Der soll ja einfach nur zum Strahlen gebracht werden. Ich kann sonst in der Kirche nochmal natürlich suchen, ob hier irgendwo was war, so sternchenmäßig. Ja, schönes Jesusbild. Ansonsten, ha? Huh? Zeig nochmal die Tür, wo du durch musst, okay? Also hier von der Kirche aus, ne, hier direkt am großen Weihnachtsbaum vorbei. Und dann hier unten rechts. Hier diese Erhöhung mit dem Geländer. Dann ist hier so eine kleine Laterne und eine Lichterkette und das Schloss hier sieht halt, ne, so aus. So bräunlich. That's it. Und hier ist so ein Fenster, da kann man noch reingucken. Ja. Das ist der Raum. Okay, ich suche. Schön.
sonst. Zwischen den Bänken hier lag ja auch nichts. Hier war ja auch nur bei dem einen Fenster dieser eine Jump hier. Ansonsten Sternchen sehe ich hier auch keine. Aber ich gucke nochmal, ich klappere jetzt jedes Fenster mal ab, während ob die noch weiter sucht. Ob ich hier noch irgendwo irgendwas sehe. Aber ich glaube nicht. Genau, und hier gab es ja sowieso den Jumpy, genau, den ich dann noch gezogen habe. Genau. Hier hat das Spiel gestartet und hier ist das Krippenspiel. Warst du schon durch den Glockenturm? Also ich habe auf jeden Fall die Glocke gedrückt, deswegen, da war ich auf jeden Fall, ja. Ist immer so witzig, ne? Wenn man so spielt und man hat dann Zuschauer und denkt man so, ja, die gucken doch zu. Und dann kriegt man so eine offensichtliche Frage, wo ich am Anfang des Streams gewesen bin. Ist immer ganz witzig. Weil da oben war ich auch, da lag hier auch irgendwas Komisches, da bin ich ja rüber balanciert damals. Das ist nur dieser Stern, den kann man auch nicht zerschießen. Ich weiß nicht mehr, wo du letztes Mal warst und ich übe ja nebenbei noch zeichnen. Ja, das ist böse. Außerdem, was heißt hier letztes Mal? Das habe ich ja gerade eben erst gemacht. Habe ich ja auch kommentiert außerdem, gell? Weil hier beim Krippenspiel war ich ja eigentlich auch wirklich komplett fertig. Kann man nicht anders sagen. Da war ich drüber. Da hinten ist ja auch nichts mehr. Ich kann nochmal sonst hinleuchten auch. Da ist nichts. Absolut nichts. Und hier vorne liegt auch nichts. Nee. Ganz ehrlich gesagt konzentriere ich mich eher auf das Gespräch und auf das, und das Gameplay kriege ich irgendwie nur so halb mit. Bäh. Ja, okay, das ist bei vielen so, bei Streams, das stimmt natürlich, dass man das so nebenher eher laufen hat. Ich bin da halt selber öfters anders. Also es gibt sehr wenige Streams, wo ich eigentlich nicht aufmerksam dem Spiel folge. Da bin ich der große Ausnahmefall. Hier noch im Gras vielleicht sonst was, aber nee, glaube ich nicht. Jedenfalls muss man vom Glockenturm die Westseite runter, da dann kurz nach Norden und dann nach Westen rüberspringen. Und dann? Liegt dann dort der Schlüssel oder was ist da? Ich meine, ich kann es nochmal machen, aber eigentlich war ich oben überall. Was auch immer da jetzt dann sein soll. Deswegen Westen wäre hier, wo ich die Glocke ja angetippt habe. Hier kann ich natürlich runter, das ist klar. Norden und Westen. Jetzt sag nicht, dass hier doch auf dem kleinen Balkon sonst was liegt. Nee, hier ist doch nichts. Hier ist ein kleiner Balkon, aber hier ist überhaupt nichts. Deswegen, warum soll ich hier hin? Hier ist überhaupt nichts. Nimmst du bei Streams auch aktiv an Unterhaltungen teil? Eigentlich ja. Mache ich immer.
Aber Gameplay krieg ich trotzdem gut mit. Da ist dann irgendwo eine rote karierte Tischdecke und da soll ein Schlüssel sein. Was? Aber hier ist doch gar nichts. Hier ist doch nur ein kleiner Balkon. Oder habe ich jetzt wieder die Himmelsrichtungen verwechselt oder was? Ich bin verwirrt. Oder hier ganz extrem Westseite runter, hier so. Was wäre dann da in dem Haus? Ich kann auch mal versuchen, da vorne rüber zu springen, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Mal gucken. Es klappt mit Würgen und Brechen. Jetzt bin ich hier irgendwo. Wo auch immer das jetzt hier ist. Bringt mir das was? Da ist... Ah, da, guck mal, da ist ein Balkon. Da war ich noch nicht. Diese Tischdecke ist wahrscheinlich gemein. Die ist ja so rot kariert. Ja. Okay, Frage ist nur, wie komme ich da hin? Kann ich da einfach jetzt hier so hin? Ja. Ja, you're helping, genau. Ja, hier oben hängt der an der Wäscheleine auch noch. Alter. Ach, sehr schön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Speichern. So, wie heißt der Schlüssel? Der heißt... Hanged Key. Wow. Ja, ja, genau. Mhm. Trotzdem wollte ich ganz kurz lesen, aber okay, ja. Mhm. Der war aber echt scheiße versteckt. Ja, eben. Ich meine, gerade auch, weil das so weit aussah, ich wusste ja gar nicht, ob Lara diesen Sprung hierhin überhaupt schafft. Also, Alter. Aber immerhin, das ist doch jetzt mal ein riesen Ding. Eine riesige Hilfe. Mal sehen, kann ich von hier aus noch irgendwas Schönes machen? Da vorne ist nämlich noch so ein Zimmer. Da könnte ich vielleicht... Obwohl... Das ist, glaube ich, das, wo der... Genau, da steht der Tannenbaum auf der anderen Seite. Das ist das Zimmer da. Da ist auch noch oben was, aber da komme ich von hier aus nicht hin. Da vorne ist auch kein Balkon, wirklich, auf dem ich stehen kann. Ne, das geht so nicht. Nee, nee. Oh je, überlebe ich das? Ja, ich überlebe. Okay, alles gut. So. Jetzt bin ich hier. Hier war ja nichts. Tja, danke, Sol. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich schäme mich nicht. Brauchst dich auch nicht schämen. Ich mache dir keinen Vorwurf, Opti. Ich bin ja froh, dass du überhaupt gesucht hast. Der Wille zählt. Und außerdem hast du mir beim letzten Stream ja auch super geholfen. Deswegen, ne? Mal findest der eine zuerst, dann der andere. Das ist ja nichts Schlimmes. Alles gut. Kannst ja nicht immer der Schnellste sein. Genau. That's it. Ach, ich freue mich. Jetzt komme ich endlich in diesen... Bleep. Raum. Soll aber nicht zur Gewohnheit werden. Trainiere, damit du schneller bist. Oh. Süß. Ah, diesen Stern muss ich zerschießen. Aber erstmal Karte. War auf jeden Fall nicht die letzte. Aber das ist ja ein süßer Raum. Stirb, Stern. Was? Aber du sahst doch so durchsichtig gerade aus. Was? Ich kann dich doch nicht zerschießen. Ich war mir jetzt gerade so sicher. Kann ich doch 100 pro, sonst von der Seite halt. Was? Ah, jetzt geht's. What the fuck? Ach, und jetzt geht das da... Ich bin verwirrt. Ich bin jetzt wirklich verwirrt. W-
Wenigstens weiß ich jetzt, wo ich hin kann oder hin muss, wie auch immer, aber... Alter! Nee. Also, das war ja jetzt gerade... Also, was? Dass das erstmal nicht gezählt hat. Also, das ist ja sehr seltsam. Aber naja, was soll's, ne? Hauptsache, die eine Tür ist offen. Das ist das Wichtigste. Vielleicht sind diese Karten auch nur so Secrets oder Hinweise für die Schalter. Das kann auch sein, natürlich. Dann hätte ich zumindest die ersten drei und den letzten müsste ich nur rausfinden. Aber... Genau, hier ist das. Tomb Raider Queen. Ja. Ich kenne halt nicht jedes Custom Level so gut, ne? Ah, da ist noch eine weitere Karte. Okay, also war es nicht für diese Schalterkombination tatsächlich da. Wie ich hier weiterkomme, das ist dann nochmal was extra. Und hier geht's runter in diese Bibliothek. Okay. Aber ich muss ja erstmal gucken. Oh. Warte mal, ich komme da dann aus diesem Gang. Das heißt, dieses Bücherregal hier verstellt mir den Weg. Dann kann ich hier lang, dann kann ich da lang, dann hier. Hier ist irgendwie alles zugebaut und da ist eine Zuckerstange drin. Also nur ein Secret ist nicht so wichtig. Wenn ich dran komme, ist schön und wenn ich dann halt nicht. Und sonst halt eher, ich muss an diese Karte, also die ist sehr wichtig. Da muss ich ran, hauptsächlich. Okay. Das heißt, das Bücherregal muss auf jeden Fall auf. Ja, okay, probieren wir unser Glück. Ich habe es damals relativ schnell hingekriegt, deswegen sollte eigentlich nicht das größte Problem der Welt werden. Glitschige Lara, ne? Das Labyrinth habe ich vorhin im Gameplay gesehen. Das wird sicher lustig, schelmisch lach. Es geht eigentlich. Ich habe damals im Let's Play nicht so lange gebraucht, wenn ich mich recht entsinne. Was macht denn Schalter Nummer 1? Der macht mir da direkt auf und da direkt auf. Das ist gut, der muss auf jeden Fall bleiben. Was macht Schalter Nummer 2? Manche machen auch, glaube ich, wieder was zurück, da muss ich aufpassen. Genau, der macht nämlich das wieder zu. Aber da dafür auf, da würde ich zum Secret kommen und sogar dahin. Lasse ich erstmal jetzt gerade kurz so. Was machst du? Der macht mir natürlich jetzt da wieder zu. Geil. Warte mal. Aber wenn jetzt dazu ist, dann kann ich den wieder umlegen. Schalte Nummer 2. Genau. Dann geht nämlich... Ach so, das erste ist dann nicht betroffen. Das geht dann nicht auf. Das ist ja interessant. Okay, mache ich den nochmal erstmal kurz dicht. Wenn ich jetzt die 1 drücke, betrifft das nur die ersten beiden Regale? Tatsache, okay, da habe ich jetzt auf jeden Fall auf. Da komme ich doch schon zur Karte, ist doch schon fertig. Das war jetzt nicht schwer. Es sei denn, ich habe mich jetzt verguckt und ich komme nicht zur Karte, dann beiße ich mir in den Popo. Aber es sah jetzt gerade von oben gut aus. Ich mag solche Rätsel. Machen eigentlich relativ viel Spaß. So, genau, hier war das, hier war nix. Dann einmal hier rum. Und dann gucken wir mal gleich, ob wir uns auch das Secret noch holen können. Aber erstmal die Karte, die ist wichtig. Ha, und die Tür geht auf. Ach, und da brauche ich auch den Code für. Da sollen Zahlengedöns vor. Und dahinter ist ein Stromkasten. Da kann ich garantiert den Baum dann auch schon zum Leuchten bringen. Dann haben wir es auch schon. Nicht am Bücherregal festhängen, Lara. Alles wird gut. That was easy. Secret könnte ein bisschen schwieriger sein, aber kriegen wir auch hin, denke ich mal. So, nochmal speichern. Super, ja, danke schön. Also, den ersten Schalter, den kann ich jetzt auf jeden Fall so lassen, weil durch muss ich ja so oder so. So, dann geht es jetzt nur noch um das Viereck da hinten, das aufzukriegen. Deswegen, wie war das nochmal mit dem dritten Schalter? Was hast du gemacht? Nochmal eben kurz schauen. Der macht aber alles Mögliche zu, deswegen, das will ich nicht. Lass das mal. Aber der muss natürlich, obwohl, war... Ah, warte.
Der muss eigentlich schon, damit da vorne offen ist, rein theoretisch. Warte mal. Ich meine, ich habe den vierten auch noch gar nicht ausprobiert. Ich weiß, aber... Ah, der dreht dann wieder das. Okay, jetzt sind auf jeden Fall alle wieder auf Anfangsposition. Deswegen jetzt mal gucken, was Schalter Nummer 4 alles betrifft. Was genau machst du? Der macht leider nicht das Secret auf. Der ist schon fast perfekt für den Hauptweg. Aber das war es auch. Ha. Mach mal kurz zu. Dann mache ich jetzt einfach... Warte mal, ist das nicht einfach jetzt der hier und der erste? Ach nee, der macht ja nicht das Mittelding auf. Das ist mies. Warte, jetzt mal kurz die 3. Ach ja, der macht ja dann das da hinten wieder zu. Aber ich brauche doch diesen Mittelweg dafür, um dahin zu kommen. Ist ja eklig. Ey, na, mach mal Lara. Das betrifft das Secret-Ding tatsächlich sogar gar nicht. Das macht nur alles wieder zu. Warst du das jetzt für Dingens? Ja. Ah, ja, genau, das ist es doch. Jetzt den ersten Schalter und dann habe ich es. Dann komme ich doch zum Secret. Ja, genau. Geht doch. War doch gar nicht so schwer. Und wie gesagt, wenn ich es nicht geschafft hätte, scheiß drauf, ist ja nur ein Secret. Aber ne, wenn man es doch holen kann, warum nicht? Ach ja, ich mag auch dieses Klavierspiel. Ich komme nur gerade nicht am Bücherregal vorbei. Hilfe. Ich sag ja, Vampi kann sowas. In dieser Hinsicht kann ich mich doch wieder jetzt schon Trumpeter Königin nennen. Ist doch alles gut. Ich hab's ja hingekriegt. So, Zuckerstange. Jihi. Jiha. Yay, ich habe alle 3 Secrets vom Spiel. Juhu. Ach ja. Ich finde Klaviermusik sowieso im Allgemeinen sehr schön. Oder auch Violine. Ich mag sowas allgemein. So, raus hier. Oh, upsie. Da wollte sie sich nicht so schnell drehen, wie ich das wollte. So. Kurz ein bisschen schaukeln und dann 4, 3, 1, würde ich sagen. Okay. Ja, ich habe es jetzt auch so hingekriegt. Aber trotzdem, vielen lieben Dank. So, jetzt die Tür finden, die aufgegangen ist. Das müsste ja rein theoretisch hier relativ am Anfang sogar gewesen sein. Glaube ich, denke ich, wie auch immer. Ups. Ich meine, rein theoretisch müsste es direkt sogar hier sein, aber ich glaube, so ganz einfach ist es nicht, genau. Oder war das hier sogar eine Tür? Glaube ich aber nicht so ganz. Nee, sieht nicht so aus. Dafür hat Vampi Probleme bei Mengenverhältnissen abschätzen. Siehst du, Resident Evil Schlag mich tot, Flüssigkeiten mischen. Resi 2 Remake war das. Und lustigerweise habe ich zum anderen Run ja mit Claire direkt hingekriegt. Ich hatte nur bei Leon Probleme. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hatte ich da auch einen schlechten Tag oder sowas, weil auch als ich den Part Kontrolle geguckt hatte, bevor ich ihn hochgeladen habe, da ist mir das auch eher aufgefallen. Also da hätte ich es auch hingekriegt im Nachhinein. Deswegen, ich weiß nicht, was da los war. Das kann man nicht allgemein jetzt, würde ich sagen, dass ich mit sowas immer Probleme hätte. Ich glaube, ich habe es damals selber im Part behauptet, dass ich damit immer Probleme hätte. Tatsächlich, das stimmt. Aber eigentlich ist das jetzt nicht so extrem. Eigentlich. Warte mal, oder war das sogar hier unten eine Tür, weil da war ja eine Sackgasse. Ich glaube nämlich eigentlich zu wissen, wo es ist, aber ganz sicher bin ich natürlich nicht. Nee, aber hier ist alles zu. Hier ist wirklich nur eine sinnlose Gasse. Warum auch immer die hier ist. Naja. Erst so schöne Musik, dann atmet einem die Kälte ins Ohr. Ja, ist halt so, ne? Aber für sowas hat Vampi den Soul Joker. Muss so, ne? Muss einfach. Das stimmt. Apropos Leon. Wie war deine Reaktion, als Stardew Valley sein Kind Leon genannt hat? Ja, ich habe das noch nicht geguckt. Er hat es mir nur erzählt, dass er das gemacht hat und da war ich natürlich total begeistert, aber sonst hättest du jetzt gespoilert, Opti.
Ich bin noch unter 100, glaube ich, bei den... Oder nee, Quatsch. Nee, bei Part 100 bin ich doch inzwischen, glaube ich, im Let's Play. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Müsste ich auf YouTube jetzt nachschauen, wo ich zuletzt stehen geblieben bin. Aber ich dachte, einer dieser Türen hier wäre jetzt offen. Dann bin ich jetzt verwirrt, wo die Tür sich geöffnet hat. Türensuche, Leute! Wobei ihr das sogar ganz easy nachgucken könntet, weil das ja am Ende des Let's Plays dann sein müsste. Oder am Ende des Walkthroughs. Dann könnt ihr mich direkt anleiten, sonst zur Not, weil... Wo ist diese Tür? Wo hat sich die Tür geöffnet, um dieses Grauen endlich zu beenden? Genau, hier war diese eine Secret-Lücke. Egal, ich spoilere dich da gern. Ja, ich hab dich auch lieb. Oder, ich meine, die Tür hat sich doch unten geöffnet, ne? Oder war das auf irgendeinem Dach da so eine Tür? Das kann nämlich natürlich auch sein, weil dann kann ich hier unten lang suchen. Das ist klar. Ich weiß es halt nicht. Aber vom rein logischen her, also ich fände es zumindest logischer, wenn sie unten irgendwo aufgegangen wäre. Ich schaue nochmal am Anfang einfach. Vielleicht war es ja hier direkt irgendwo. Könnte ich mir auch vorstellen, weil öfters führt ein Endspiel ja an den Anfang zurück, aber hier... Nee, ist nur die Tür zur Krippe, deswegen... Her. Wo ist die Tür? La 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 la. Wo ist die Tür für das Ende vom Spiel? La 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 la. Ach hier bin ich doch. Ja, hier, das war doch hier. Toll. Genau, am Weihnachtsbaum vorbei in Richtung Brunnen, ja. So, dann schaue ich mir eben den Code an. 1, also 3. 3952. 3952. 3952. Und Sternchen. Yay! So, damit ich auch nur ja treffe. Sicherheitshalber zielen. Und frohe Weihnachten. Bam. Wir haben es, Leute. Huhu. Jetzt explodiert alles. Hi, Nico. Passend zum Ende vom Stream. Tschüss. Nein, so schlimm nicht, aber... Ja, wir haben es jetzt eigentlich durch. Schön. Ja, ist die Frage. Wir haben jetzt halb 10 abends, deswegen wollt ihr, dass ich gleich noch in das andere Weihnachtslevel reinschaue, was ich mir damals rausgesucht hatte, oder soll ich kurz eine Pause machen und hier alles vorbereiten, dass wir noch ein bisschen Tomb Raider 4 machen? So für ein gutes Stündchen oder sowas, dass wir vielleicht bis 23 Uhr sonst noch ein bisschen was machen. Das wäre so mein Vorschlag. Ihr entscheidet, ob Weihnachtslevel nochmal oder halt jetzt Tomb Raider 4. Tomb Raider 4 hätte ich gesagt. Okay. Und Nico, auch wenn du gerade erst gekommen bist, was möchtest du? Bist du dabei oder würdest du sagen, ach nö, Weihnachten war so schön, ich möchte noch mehr Weihnachtszauber? Ich wäre für Tomb Raider 4, alles klärchen. Dann mache ich eine ganz kleine süße 10-minütige Pause. Könnt ihr auch nochmal eben auf Toilette gehen oder sowas und ich bereite hier eben alles schnell vor für Tomb Raider 4. Weihnachtslevel vielleicht eher für den Silvester-Stream. Nee, an Silvester, wie gesagt, da gibt's dann Mario Kart. Mario Kart 8. Das gibt's dann schön an Silvester. Und ja, eventuell könnte man natürlich machen, aber wie gesagt, muss nicht sein. Weil wie gesagt, Weihnachten ist ja jetzt auch wirklich vorbei. Mir war es ja jetzt nur eigentlich auch wichtig, das Level hier noch durchzukriegen, weil ich das, was halt ungerne so unfertig stehen, ne? Deswegen. Und gerade das beim letzten Stream so unschön ja geendet hatte. Ich weiß gar nicht,
Hattest du das gesehen, Opti, was ich da noch drangehangen hatte an das letzte Stream-Video, falls du es geguckt hast, so ein bisschen nochmal? Geil, ich spiele online mit. Spaß. Weil ich hatte auf jeden Fall ja noch bei meinem letzten Weihnachtsstream hinterher noch so ein kleines Video drangehängt, dass ich da das erklärt hatte, was im letzten Stream passiert ist. Dass ich da ja durchaus wieder zum Spiel zurückgeschaltet hatte und OBS das noch nicht geschnallt hat. Da war für euch doch die ganze Zeit dieser Pausenscreen und es war total komisch dann. Ich klinke mich dann auch online ein. ja, wenn das geht, aber ich glaube nicht. Egal. So, diesmal auf jeden Fall sollte alles klappen. Ich mache dann eben, wie gesagt, eine 10-minütige Pause und wir sehen uns dann gleich wieder zu Tomb Raider 4. Habe ich nicht gesehen, es war aber extrem weird. Ja, wie gesagt, es war so das OBS, das ich gemerkt hatte. Ja, aber jetzt, wie gesagt, eben 10 Minuten Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich!